Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, immer gerne. Du wolltest doch unbedingt den roten Lippenstift ausprobieren. Gerade nicht. Wirklich nicht? Gerade nicht. Also ich weiß nicht, Deutsch hatte gerade eine SMS geschrieben gehabt, deswegen. Oh, es ist süß. Hoffentlich macht Mike davon ein Gift. Gib mir mal Rainbow. Okay. Kennst du noch gar nicht. Darf ich vorstellen, das ist Rainbow. Hallo Rainbow. Ist aber süß. Darf ich jetzt mein Lieblingsspiel spielen? Cool. Freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Aber ich hab dir doch eben erst davon erzählt. Trotzdem bin ich den ganzen Tag drauf voll. Okay. Freue ich mich jeden Tag drauf. Achso. Vielleicht rufen sie heute an und ich darf wieder Buttfick spielen. Ja. Ich freue mich jeden Tag auf Buttfick. Das ist jetzt ein Bridging-Code? Bridging-Code? Gibt es nicht? Ich freue mich jeden Tag auf Bridging 2016. Aber ich habe das Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt, also ich gehe einfach irgendwie durch. Ich glaube länger kein Bridging mehr. Brigitte, erzähl uns doch was über die Story, über dieses Spiel. Das ist natürlich Bibi und Tina, Labreus, wie heißen die nochmal? Amadeus. Das ist doch dein Lieblingsspiel, Mensch. Ja, aber ich... Du bist so aufgeregt, dass du vergessen hast. Genau, ich bin ganz aufgeregt. Ich darf nicht so viel hin und her drehen. Man kann die Story skippen übrigens. Wollte ich gerade noch nicht machen. Das hat auch mein Lieblings-Soundtrack. Weil aber das Futter feuert sich immer Amadeus, das ist toll. Das ist ein ganz nettes Spiel. Ups. Ja. Ja. Gesundheit. Danke. Bitte. Weißt du auch noch, was ist? Ich denke, ja. Ich brauche nicht alleine Pizza. Ich weiß, wo die ist. Was also will ich mal platt reden? Mach mal. Fast. Ist sie denn nicht mehr? Super, mit dem Öl kann ich die Scharniere schmieren. Vielleicht lässt sich das Zorn nun öffnen. Heute noch? Na. Perfekt, das hat geklappt. Wann isst du die denn? Oh, da sind ja Spuren von Felix. Okay. Und noch Spuren von einem anderen Pferd. Ganz klar, Felix wurde gestohlen. Das muss ich Tina erzählen. So. Und jetzt müssen wir uns die Sabrina und Amadeus satteln. Nee. Nicht Sabrina. Mike, ich hab das schon geschrieben. Ich war schneller. Mike war, ja. Zu langsam, Mike. Man kann auch so toll springen in dem Spiel, das muss ich dir auch nochmal zeigen. Weißt du noch, wie es geht? Nein. Ich kann mit B oder so, oder mit A ausprobieren. Super, die Decke ist aufgelegt. Aber bitte nicht aus dem Fenster schmeißen. Man kann ja so toll springen, hüpf und hüpf. Alle Bächen. Okay, ist er dann noch. Sicher? Hier ist noch mehr von dieser Klette. Fuck. Wer hat denn jetzt hier diese Klette? Guck das auf. Ich hab mir doch mittlerweile eine andere Hose an und bei mir kann ich nur nicht mehr. Guck mal, das auch noch ein. Alles voll. Ja, das sieht auch nicht in der Brille oder so. Oh. Ich hab gerade das in den letzten daneben geworfen, das ist ein bisschen schade. Ja, die geht aus dem Fenster, aber ich hab sie da abgemacht. Ich kann das machen, Mike. Amadeus habe ich schon mal gesattelt. Ich glaube, aber noch Amadeus. Bibi. Oh. Sabrina ist schneller, ne? Weißt du noch? Ja, aber jetzt kommt ein Schluss. Und aber es gibt nur ein. Ja, das ist das. Ja? Ja. Okay. Das ist genau das Richtige. Aktualisieren noch. Ich sterbe gleich. Das also, ich war dafür nicht, das war Haken. Ich kann das voll toll. Und so. Das ist schwer. Muss ich jetzt beide nochmal satteln? Nee.
Muss nur noch Sabrina satteln. Das Spiel geht nur 20 Minuten. Dann können Bojin und Milou noch 11 Minuten Barbie Meeresabenteuer racen. Ich muss danach erstmal dann Mario Land. Dann brauche ich erstmal eine Pause. Ach ja, wir haben ja noch gar nicht gesagt, wir spielen, also Hack und ich, wir spielen heute Abend noch Misao, kennst du vielleicht, ne? Hast du schon mal ein Let's Play oder so gesehen? Nee, hab ich noch gar nicht, aber wollte ich schon immer mal gucken. Okay, das ist ein Horrorspiel und du machst mit. Mhm. Dafür wurde ich nämlich, immer gerne mit. Dafür wurde nämlich donated. Das ist toll. Das ist toll. Freut mich doch. Hatte ich dir eben am Telefon nicht gesagt, weil ich weiß, dass du da nicht gekommen wärst. Doch, klar. Horrorspiele gucke ich immer gerne zu. Ja, aber du musst ja mitspielen. Was? Mitspielen? Ja, ja. Hm, okay. Ich probieren. Bin aber nicht gut. Darf ich anfangen? Ich hoffe, dann sowieso noch Pause kommt. Aber nur wenn iPad mitguckt, sonst traue ich mich nicht. Ja, okay. Also iPad muss mit dabei sein. Keine Ahnung. Dann fühle ich mich immer sicher. Ich bin bei dir. Ich möchte mal einen Zopf machen. Machst du einen Mieter auf Zopf? Ich muss meinen Pony erst schneiden. Nein, nein, weiß ich nicht. Musst du wissen. Gib mir eine Schere. Nein. Wie geht das? Mit B. Aber was? Oh, Schatz, kannst du mir mal das Zopfgummi bei meinem Tisch nehmen? Mein Tisch hat einen Zopfgummi dran. Ich hab das eben extra nochmal auf dich ausprobiert, weil ich musste es nämlich anziehen. Das ist so ungewickelt. Also, Brötchen, ich glaube, du bist irgendwie erkältet und du bist so tief. Ich hab ein bisschen tiefe Stimme, ja. Wasser. Meh, meh, meh. Das hat noch ein bisschen Geschmack von diesem Arizona. Ein Ruder, das nehme ich mit. Ich finde das toll, wie alle Igel dich vollkommen ignorieren, nur zwei gehen auf dich drauf. Ja, die Schafe. Ich frage mich immer, wer so viele Äste in den Baum in den See wirft. Da ist irgendwo so ein Holzsägewerk. Das war ein Biber. Und damit die Biberbrüder schneller da hinkommen, schmeißt nicht den Fluss runter. No joke, in Amerika wurde das jahrelang so gemacht. Aber nicht so viele, wie viele sind denn das? Ja gut, das weiß ich nicht. Warum Abholzung und so? Hm, na gut. Ne, bringt Energie. Super, das andere Ufer erreicht. Klar kenne ich die Biberbrüder. Die haben wir schon geguckt. Mhm. Regine und ich, wir treffen uns ja ab und zu mal und dann gucken wir immer irgendwelche alten Kinderserien. Brötsch guckt doch was nicht, aber. Nee, der macht bei sowas nicht mit. Nee. Jetzt demnächst gucken wir Disneys große Pause. Ich mag aber den. Wie heißt der? Randall? Mhm. Ja, der ist auch doof. Voll die Petze und so. Das ist das Schwierigste. Ja. Ich glaube, für Jeans Lieblingscharakter ist bestimmt Mikey. Der kann toll singen. Mikey ist toll. Was ist mit Gus? Nee, Gus ist der Neue, der ist doof. Die Neuen sind sowieso immer doof. Die Neuen schlagen wir eigentlich immer an der Schule. Guck mal, das Level habe ich vorhin schon gemacht. Das Passwort ist Pony. Ich hab irgendwas eingegeben und dachte, das könnte was sein. Und das war tatsächlich was. Cool. Ich kenne Trog. Ja. Weil das man sogar benutzt. Aber man kann RNG-Manipulation machen und das mache ich aber nicht. Weil ich Cups kann sie mehr. Wie findet Brangine eigentlich Brötsch? Weiß ich nicht. Die sind Geschwister. Wie sollte sie ihn finden? Geschwister? Ich dachte, sie können eine Nein. Nein. Geschwister? Ich kann die Ritzel nicht mehr. Was hält Flo von? Hm? Was hält denn Flo von Brangine? Ihr seid doch total dicke. Ich dachte, du meinst das Kappa. Nee,
Deinen anderen Bruder. Finde ich toll. Sehen sich noch nicht so oft. Ach. Schwer. Das ist echt ein schweres Spiel. Nee, es ist eigentlich Pokémon. Ich benutze Stärke. Jo. Oh, süß! Das war nicht so lang. Okay, ich guck weg. Wo war noch runter für die Pferde? Da! Ach, da oben. Yay! Schnell! Die Spur führt zum Steinbruch. Mein Pony ist viel zu lang. Oh. Mein Pferd ist schon wieder explodiert. Toll, dass sie das können. Ja, von gestern. Das hat mir Brötchen geschickt. Das Video. Weil die ganzen Pferde explodiert sind. Fand ich nicht so lustig. Mitleid mit den Pferden gehabt. Also ich glaube ja, dass Brötsch dich auch nicht so wirklich mag, weil er hat ja jetzt extra gesagt, dass er bei deinen Eltern aushilft. In der Zeit, die du hier bist. Jetzt muss ich ja noch länger hier bleiben. Das ärgert ihn bestimmt. Vielleicht hast du's. Also später beim Turnier darf das nicht so sein, ne? Turniere sind wenigstens auch leichter. Aber beim Turnier gewinne ich, Tina. Genau. Ah ja, gut. Angie Manipulation mache ich jetzt gerade mal nicht. Kann ich nicht mehr. Einfach ich weiß den Weg auch nicht mehr. Okay. Ich mache einfach... Oh, ich hatte da eben das erste Teil schon. Deswegen. Da ist, ah, da war es erst. Ich gehe einfach mal eine ganz alte rote. Ist okay. War das nicht hier? Habe ich was verfehlt? Ich brauche noch ein Futter. Und du musst hochgehen, bis alle drei Futter da sind und dann links, rechts, links, rechts, links, rechts. Irgendwie ein Futter verfehlt. Das brauchtest du noch nicht. Hm. Schau mal die nämlich. Ah, da. Kommen wir sonst immer früher. Und jetzt hier. Dass ich noch kein Stück gefunden habe, das ist echt Pech. Ja, und das andere hast du über. Eins habe ich übersehen, ja. Ja, wie viele? Es gab 5, 4 Stücke? 4 Stücke. 4. Und einen Stern. Oh mein Gott! Ich lache doch nur. Ich hab ein Pech. Wo sind die Stücke? Und such dir eine andere Stelle, wo du links, rechts gehen kannst, die ist schlecht. Ich meine, dass die nicht meine Stelle war eigentlich? Ja. Die ist gut. Mhm. Ja, es kann sein, dass ich die genommen habe. Weil da spawnen die meistens oben rechts und da irgendwo. Ein weiteres Kartenstück, das passt zum ersten. Sowas aber auch. Hä, ich war hier schon 20 Mal, warum läuft das eben noch nicht hier? Eben. Legen die Wildschweine dahin. Aber es ist ja immer nur eins. Das ist doch logisch. Guck mal hier. Das ist die Stelle vielleicht? Nein, das war doch eben auch schon mal aus. Aber das war doch die Stelle, die ich sonst genommen habe. Mann, das war sonst echt die Stelle. Also ich hätte schon längst alle. Ja, eben. Nur Pech. Der dritte Teil der Karte.
Der tote Hamster. Das sieht voll komisch aus. Oh, da war der Stern schon. Jetzt ist er weg. Zu spät gesehen. Oh, Tina war Speedrun. Warum Tina? Weil die besser am Reifen ist. Ach so, verstehe. Das war einmal in der Woche mal weg, also. Ich glaube, mein Arzt ist auch so meistens. Hey, der Jackpot ist so geil. Hm? Der Jackpot ist schon voll geil. Und sieht sich das gerade so? Das ist schlimm. Da! Ewigkeiten gedauert. Sehr gut. Enemy nervöser Dieb, wildes Schwein sei wieder lieb. Hex, Hex! Du stirbst gleich. Schon. Ja, mein Bruder sagt, es sieht aus wie so ein Toll. Das ist irgendwo in der Ecke locker. Ich hab mich jetzt mit so Was willst du denn? Das wollte ich eigentlich nicht so sagen, wie es jetzt wieder kam. Ups. Was hast du gemacht gerade? Ich bin rausgegangen. Wie ging das? Ja, was soll ich so? Kann man so hier reinlocken. So ging auch. Das wollte ich eigentlich gar nicht so damit sagen, weißt du? Das ist die normale Strat. Wo soll man das eigentlich machen? Auch wenn man das nicht rausfindet. Das ist halt schon ein bisschen her, dass du es gespielt hast, ne? Man kann das noch schneller machen, aber... Stört dich halt, Panna. Ach du was. Ich war noch ganz schön warm. Muss mal wegmachen. Und schon die Ruine, ne? Krass. Wenn ich da bin. Ja, meine ich ja. Aber jetzt ist Billy besser. Komisch. Merkwürdig. Hack, das war deine Gelegenheit, so abzubeißen. Was? Abzubeißen? Das klingt ja brutal. Welchen Zahn irgendwie? Du brauchst doch den Schlüssel. Also? Man kann das haben. Soweit ich weiß. Au! Wo ist der Schlüssel? Hier auch noch? Nee, oder? Komm ich später hin. Das ist deine Sache, darfst du wieder haben. Hey, ja, wenn du mich anspruchst. Ja. Riesige Tolle. Na gut, dann springe ich da nicht rüber. Was machst du denn? Hast du auch hier zurück? Die machen schon wieder irgendwas Perverses. Die machen rum, ne? Das ist auch so, als wird Regina eifersüchtig. Ja, okay. Keine Angst, Regina, von mir ist noch ein Minute da. Total. Da weiß ich jetzt nichts mehr auf zu antworten. Das bin ich wahr, muss ich sagen. Was kannst du dir da nicht so offen sagen, iPad? Ich bin satt. Nee, ich glaube eher andersrum, Mike. Aber ich will ihm das nicht so sagen. Ich glaube, ich breche sein Herz. Oh, nein. I can't live. So. Guck mal, hier ist der arme Felix, der ganz verhungert ist. Und neben ihm ist noch ein Satz Lackfucker. Gut, dass ich ihn erstmal geben kann. Gut her. Gut her.
So, komm mit, Felix. Du bist langsam. iPad, magst du Käse? Käse? Nee. iPad mag keinen Käse. Felix. Aber Brigitte mag Käse. Oder? Na? Magst du Käse? Eigentlich nicht so. Schade. Brigitte, magst du Bananen? Ja. Dann hatte Mike recht. Ja, Mike hatte recht. Krass. Ach, Marvel-Fan, du musst auch mal deinen Fakt zu Brigitte sagen, was du über Brigitte weißt. So viele Runs hat Brigitte nicht gemacht bei den Game-Matches. Brigitte kann ich immer gut. Und Barbie. Barbie Meeresabenteuer. Ah, ich mach's falsch. Ich will das jetzt machen. Jetzt egal, das kostet jetzt wahrscheinlich Zeit, aber hey. Hä? Okay. Ach so. Komm wieder so hin, Krieger. Geh nach links, was? Da ist noch ein Hufeisen. Wie sagt man, ich hab's auch. Ja! Aber. Was? Safety, was? Safety, was? Safety. Kein Damage Boost. Ach, Damage Boost macht man, ja, stimmt. Okay. Nicht. Ich hab gesagt, ja, stehen lassen. Hä? Jetzt kann er sterben und das Pferd da stehen lassen, dann spawnen wir da wieder. Ah. Und dann kann man das Pferd von da mitnehmen. Das wusste ich nicht. Und dann, dass man das Pferd da mitschleppt. Hab ich. Was ist los? Macht man das? Ist das. Hey! Was denn? Ist das eine Erfahrung oder was? Ja, fail, du hast das Pferd da stehen lassen. Ich schleppe noch hier auf den Pferd. Das hatte ich nur ausprobiert. So weit, ne? Nicht das. Wo ist das Pferd? Ja, wo ist das Pferd? Leck. Felix, wo bist du? Hast du es jetzt weggeglitscht? Ich weiß es nicht. Ich trau mich gar nicht zu ihm. Ich kann mir vorstellen, dass er einen anderen am Anfang steht. Felix! Da links vielleicht wieder? Die mit dem linken Auge jetzt auf dem Bildschirm. Das ist das andere zu. Ja, wahrscheinlich dann. Ich werde es nicht öffnen. Es funktioniert. Wo habe ich Felix das gelassen? Ich habe schon gedacht, irgendwas ist da. Lass mich voll nochmal. Lass mich mal Rainbow schlagen. Ich habe Felix nicht mehr. Dann sterb. Felix. Kannst du nur sein. Was ist eigentlich in das Rainbow? Will ich ganz zurückgehen? Was? Ja, okay, ist noch weg. Das ist ja sehr schade. Ich ja, dann ist er wieder in der Ruine drin. Okay. Würde ich jetzt behaupten. Aber ja, oder du hast das. Das wäre bei echt noch nie passiert, dass Felix einfach weg ist. Oder du hast das Spiel jetzt kaputt gemacht, Budgie. Dann musst du nochmal irgendwie. Dann gucke ich das Passwort von der Ruine nach und. Und das kannst du selber mit starten, ne? Kann ich. War hier leicht. Also Rainbow bringt viele zu. Können wir das ganze Level gerade nochmal zurückgehen? Das ist sehr schade. Felix ist weg. Und ich Felix hier, zurückgelaufen. Felix ist weg! Vielleicht ist Felix am Anfang von der Ruine. Felix! Oder dir folgt ein unsichtbares Felix. Ich kann einfach mal zum Anfang gehen. Felix, aber Felix ist weg. Aber ganz ehrlich, das hatte ich auch noch nie. Ich hab das schon mal gemacht, dass ich rübergesprungen bin, aber dann war Felix auf der anderen Seite. Wie viel ich danach gestorben bin. Sollte helfen uns, Felix zu finden, wir brauchen eine Vermisstenanzeige. Also jetzt ist er wirklich entführt worden. Ja, die sind aber richtig gut sogar. Ach, ja, so. Hat jetzt Mario schon was über Brötchen gesagt? Was geht da? Ja, dass Brötchen sie immer verpasst. Oh, ja, super. Ja, aber das hat er schon gesagt, das ist auch irgendwie nicht so ein toller Fakt. Du musst da nicht reinspringen. Kann ich auch. Aber dann stirbst du gleich wieder, geh doch einfach aufs Schloss und warte. Hallo, Brötchen. Hallo, Mark. Wo ist mein geliebter Felix? Dein geliebter Felix, soll ich Türk anrufen? Nein, bitte nicht. Ich hoffe, dass Türk jetzt irgendwie im Chat ist oder so, das gehört hat.
welchen Stadt nimmst du immer, Regine? Fragt Mike. Das ist zu viel, das ist nicht mit dir. Ich nehme Shiggy. Ja, und Felix ist weg. Felix, wo bist du? Ja, dann weiß ich nicht, bring dich um oder so. Das Passwort ist Gras. Gras, okay, das kann man nicht. Felix hat ins Gras gebissen. Reset. Reset, du kommst jetzt raus, oder? Mach ja, das ist ein Schnurrbart. Was? Dann sollen wir resetten. Nein, ja, das zählt in den Fail-Counter übrigens rein. Ja. Gibt's überhaupt noch? Weiß ich nicht. Aber falls es einen gibt, das zählt da rein. Mario-Fans sehen alles mit dem Bot-Programm hinterherlaufen. Ja. Und die anderen 1997. Gras war das. R-A-S. Gras! Nochmal, also das ganze Level nochmal. Das längste Level spielen. Ziemlich. Was ist das? Ich bin jetzt schon 25 Minuten. Krass. Krass. Ich bin in 3 Minuten dran, schaffst du das noch? Mann. Wo soll ich denn die Hand halten? Ich hätte zuerst anfangen sollen. Tut mir leid. Felix! Aber das ist mir echt noch nie passiert. Das hat glaube ich schon 10 Minuten gekostet. Und ein Toaster, genau. Ein Toaster? Geht auch. Ja, genau, so rein. aber mit der geschnittenen Seite zuerst. Möchtest du deine Pizza noch warm haben? Armer Felix ist wieder da. Toll. Gott sei Dank. Mit Gras kann ich nicht anlocken. Ich glaube, wo war der vorhin? Weg. Krass. Darf ich ihn wahrscheinlich nicht allein lassen und sterben? Weiß ich nicht. Nee, das ist bestimmt nur, weil du so wieder auf Schnelligkeit machen wolltest. Aus. Das Pferd kriegt auch Schaden. Das geht auf dich. Meine Pizza, oh mein Gott. Achso, das ist meine Pizza, Mann. Ich dachte, du gehst jetzt weg wegen dem, was ich gesagt habe. Die Pizza hoch. Zerrasten. Ja, dann du musst mitkommen. Warum muss ich mitkommen? Ich muss noch alleine aufstehen. Willst du das mal ausprobieren? Nein. Also, ich weiß nicht, wie ich mitkomme. Reicht das? Ja. Hallo, Felix. Ich würde die netten Flosse hier mal hin und her treiben. Das ist sehr nett von den Flossen. Du bist bei der Höhe, dann hast du wieder so einen Treffer. Was machst du denn? Die Ohren auch mal. Du fängst an. Mich kratzt, wenn ich das selber mache. Ich kratze nicht, ich greif dich. Und schieb dich. Ach so, ich greif auch so. So. Ich greif dich so, ich greif dich so. Ja, oh. Greif so. Endlich. Ja, war ja auch so. Und zieh dann aber so am besten runter oder so. Warum hat Felix eigentlich so eine leichte Route? Und wer hat diese ganzen Hecken so geschnitten und die Heuballen dahin gelegt und die Gräben ausgegraben? Was macht der da? Aua. Aua.
Okay. Viel Spaß. Yay, komm schon wieder erst. Mario-Fan, das sind keine Schlangen, das sind lustigerweise... Eichhörnchen. Was? Weil das zu groß sind. Nein, das sind die, wie heißt die denn nochmal? Otter? Hermelinchen? Sowas in der Art. Würde ich jetzt sagen. Die fragen mich bis heute, welches Richterstudio sich für die Mutina angesetzt hat. Kiddings! Die sind nicht mehr aktiv, aber... Und den trete ich jetzt gerne erstmal. Ganz gerne. Ach Mist, hat nicht geklappt. Gleich aber. Nein. Nur kurz. Wieseln, genau, danke Mike, jetzt Wieseln. Kann ich treten, das ist toll. Gut gemacht, Tina. Wieseli. Blöderweise erstmal die ganzen Hühner von dieser Bahn runterbringen. Pizza-Time! Ohlala. Willst du eine Pizza? Ohlala. Pizza wunderbar. Ja, setz dich aber nach hier vorne. Nervige Küken. Ja, die Küken sind sehr, sehr nervig. Muss ich dir recht geben. Vielleicht, warte mal, mein Küken ist tauschen. Und das Küken mit meinem. Boah, was der? Der Geruch. Das ist Klonfleisch. Ja, geht's. Ich setz euch ja genau direkt dahin. Tausch bitte Plätze. Ich hätte auch gewechselt. Aber sie hat nicht die Packung. Okay. Oder so. Danke. So, ein Küchen ist ja noch irgendwo. Dann riecht das aber nicht mehr. Aber der kommt ja wirklich. Scheiße! Dann mach das Ding aus. Jetzt hab ich's wieder. Mann, die ärgern mich. Trangien, sag was. Was hast du für blöde Freunde hier? Wir müssen noch ein bisschen Pizza. Ich weiß. Ah, das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Die Cards oder die Nilo? Hä? Entweder also wie die von Chaos oder die von dir, ich weiß es nicht. Chaos ist sicherlich nicht ganz aufgegessen, oder? Chaos hat nicht ganz aufgegessen. Ich hab auch nicht ganz aufgegessen. Ey, das hat sehr gut geklappt, wenn ich mir dann. Ja, gut. Aber ich wollte meine auch nicht mehr. Ich würde die heute nicht mehr essen. So, dann sind wir jetzt im finalen Turnier. Muss Bibi nicht verlieren? Einer muss verlieren. Ist egal wer. Achso. Ich wollte früher immer, dass Tina gewinnt, weil Tina fand ich cooler. Aber wenn beide gewinnen, dann gewinnt trotzdem Bibi. Das ist so blöd. So, ich halte jetzt aber mit, weil dann ist der andere schneller. Und jetzt vom Ziel höre ich auf, weil ansonsten muss ich mehr Runden machen. Wenn ich mit beiden gewinne. Ich spare ich mal eine Runde. Ich darf nur nicht verlieren. Ich esse Pizza maximal einen Tag später noch. Dann auch nicht mehr. Achso, ich muss ja trotzdem durchhalten. Genau. Wo steht denn da? Ab wann wird Pizza ungenießbar? Genau, nach wie vielen Tagen. Und ich soll Pagin nicht für die Leute in meiner Wohnung blamen. Aber was mache ich? Oh, verloren. Schande. Aber ja, in der Pizza nach einem Tag geht noch. In den Fluss. Ja, aber ich würde es eigentlich mal mehr als einen Tag essen. Morgen würde ich die bestimmt nicht mehr essen. Mhm. Schade, muss ich das ganze Training nochmal machen. Ich kann das nicht mehr. Das Ganze? Doch nur die zweite Runde, oder? Sicher? Ganze. Nee, das Ganze okay. Ich verliere es nicht absichtlich, oder? Wo muss ich denn hin? Am neuen Start nochmal machen. Oder willst du das machen? Ich? Nein. Du spielst das. Na gut. Ich kann das aber nicht. Hast du gesagt, das ist leicht? Das ist leichter als die anderen. Weil du siehst genau, wo du springen musst. Das ist gut. Hallo Bo. Hallo Bo. Hallo Bo. Hallo Bo. Hallo Bo. Ich
verliere es einfach nicht. Mache ich die eine Runde extra. Habe ich verloren. Das ist die zweite Runde, ne? Warte, das kann ich gerade nicht. Ich glaube, ich hatte gerade einen Unentschieden, deswegen muss. Ah ne, oder so. Okay. Damit bin ich durch. Ich frage mich, wer der Kerl vorne rechts ist. Man kann das Ending skippen, glaube ich sogar. Ja, mit Start. Ja, das finde ich. Ja, man kann das Ending skippen. Da stand ein Kerl, der nicht dazu gehört wird. Das war der Dieb. Ja, das ist ja recht doof. Ich muss damit spielen. Achso. Stimmt. Weil leider haben wir das ja nicht auf Konsole. Lassen wir das noch ein? Ich habe das nicht auf Konsole. Ja. Dann hast du das runtergeladen? Ja, meine ich schon. Okay. Meine schon.